Hallo, ich bin nur 15 Kilometer von Paris entfernt. In den Departements Oise und Val d'Oise vor den Toren von Paris ist man sofort in einer anderen Welt. Als erstes zeigt uns Michael das Schloss Écouen. Hallo. Hallo. Michael, das ist mehr als ein Schloss, richtig? Ganz genau. Es gibt hier auch ein Museum, in dem alle Bereiche des Lebens in der Renaissance dargestellt werden. In wie vielen Zimmern? 33. Dann los. Der Goldsaal ist der größte Schatz des Musée National de la Renaissance. Das ist Daphné, unser Star. Freut mich. Jetzt weiß ich alles über das Schloss. Danke. Weiter geht's. Ich bin in Asnières-sur-Oise vor der Abtei Royaumont. Die Abtei ist heute ein Ort künstlerischen Schaffens. Musiker, Schauspieler und Schriftsteller suchen im Rahmen des Programms der Fondation Royaumont nach Inspiration. Wir wurden von der Stiftung hierher eingeladen, um das Stück Prométhée Poème Électrique auf die Beine zu stellen. Es lief bereits, aber wir wollten es während unserer Zeit hier nochmal neu auflegen. Das ganze Jahr über sind hier Arbeiten von Künstlern zu sehen. Das Département Oise ohne das Schloss Chantilly wäre wie Paris ohne den Eiffelturm. Es gibt hier einen wunderschönen, über 6000 Hektar großen Park. Ein Werk von Le Nôtre, das zweitschönste Museum Frankreichs und natürlich das prächtige Schloss, in dem mächtige Männer und große Künstler ein- und ausgingen. In Chantilly ist das Pferd König. Die Grandes Écuries bieten das ganze Jahr über großartige Vorstellungen an, perfekt für Familienausflüge. Und jetzt habe ich Hunger. Du auch? Ja, essen. In der Küche des ehemaligen Hofküchenmeisters Vatel verrät der Koch Gauthier Dumont das Geheimnis der Crème Chantilly. Hallo Gauthier. Hallo. Wie wird die Crème zubereitet? Sie ist das Ergebnis eines Missgeschicks. Ein Koch hat versehentlich Sahne steif geschlagen. Dabei hat sie immer mehr an Volumen zugenommen. Das Ganze hat er dann noch gezuckert und die Crème Chantilly war geboren. Jetzt bekommt sie langsam eine feste Konsistenz. Fertig. Was für eine Erfindung. Wir beschließen den Tag in den Gässchen von Senlis. Es gibt hier eine Kathedrale sowie Überreste mittelalterlicher und galloromanischer Architektur. Aus dem Weinkeller des Restaurants Port Billon verabschiede ich mich. Nun wissen Sie, wo Sie das nächste Wochenende verbringen sollten. Bis bald auf voyagesncf.com. Tolle Farbe.